Es geht weiter mit der Kampagne. Hey, Kleiner! Nenn mich nicht Kleiner. Du bist ein richtiger kleiner Springsfield, nicht wahr? Übrigens, wie kommst du denn mit dem großen Maxi so aus? Kid? In der Armee von Blue Moon? Jep, sowas kann schon passieren. Blue Moon hat mir mal geholfen und ich werde mich erkenntlich zeigen. Aber weder hier noch jetzt, mein Freund. Gehörst du schon zum alten Eisen, dass du den Kleinen hier testest? Was, du Unverschämter? Weißt du was? Ich helfe dir dabei, den Kleinen auf die Probe zu stellen. Wenn ihr Jungs die nächsten 5 Tage übersteht, wisst ihr, was er kann. Na, kannst du mich schaffen, großer Gorilla? Los geht's, Junge. Kid, du bist ein arrogantes Stück. Max am Boden. Das ist die nächste Mission. Hagel und Granaten. Kids Truppen haben mich umzingelt. In dieser Position schießt er mich in Stücke. Ziehe ich mich zurück, ist das Hauptquartier verloren. Wie komme ich aus dieser Zwickmühle? Uiuiuiuiui. Also, halte 5 Tage durch. Lass niemanden dein Hauptquartier besetzen oder deine Truppen besiegen. Alter. Der zerschießt mir alles. Oh, Alter. Ist das übel. Na gut, machen wir das so. Ah! Wo ist denn... Ach so, da ist mein Hauptquartier. Oh. Der beste Angriff ist immer noch... Ach, die beste Verteidigung ist immer noch der Angriff, würde ich mal sagen. Muss ich hier mal ein bisschen offensiver sein? Uiuiui. Uiuiui. Das tut weh. Aber der Raketenwerfer ist down. What? Ah, shit, ey. Muss ich das so machen? Peng! Sollte... Oh... 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 Fuck! Komme ich ja gar nicht mehr hin. Habe ich ja verloren. Scheiße! Jetzt schon?
Nein! Musst du sofort vorrücken, das wusste ich nicht. Ich dachte, meine Base ist irgendwie... Ja, dann habe ich verloren. Jo, verloren. Ja, besiegt. Erneut starten. So, ich muss sofort weiter. Mit allen meinen Einheiten. Oh, das ist so... Scheiße, ey. So. Das war die erste Runde. Oh. Das tut weh. Aber den Raketenwerfer müsste ich down haben. Mit den beiden Artilleriedingern. Zack. So. Schafft er das? Nicht ganz. Dann bleibt er auf der Strecke. Kann ich nichts gegen machen. Will ich nichts gegen machen. Muss sie so weit vorrücken, wie ich nur kann, ey. Nein! Egal. Jetzt snipert er mir hier irgendwelche Einheiten kaputt. Yo! Alter! Jetzt habe ich ein heftiges Problem. Obwohl, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mit einem Jagdpanzer komme ich schon in die Nähe. So, mal schauen, was er jetzt macht. Ich kann das auf 1 besetzen. Aber ich habe, glaube ich, 2 in... Nein! Nein! Fuck! Moment. Schafft. Ja, den kriegt er. Mit Hilfe von ihm. Dann ist die Gefahr vorerst gebannt. Sollte reichen. So, eine Runde noch und das ist vorbei. Ich habe gewonnen. Oder überlebt, sagen wir mal so. Thank you.
So. Tag 5. Ich musste nur so schnell wie möglich vorrücken. Das ist machbar. Hey, ja, Yappadidu. Du hast eigentlich keinen Grund zum Jubeln. Tja. Ja, genau. Weißt du, Maxchen, du warst noch nie gut im Fernangriff. Hättest du die beiden Großkaliber eingesetzt, dann hättest du nicht so viel einstecken müssen. Und hier noch ein Rat in Ehren. Was ist los mit dir und dem Kleinen? Ihm liegen deine Sticheleien nicht besonders, also gib ihm eine Pause. Er ist verdammt gut und das weißt du. Na, komm Maxi, was sagst du? Jep, ich schätze, du hast recht. Hey, Andy, entschuldige, dass ich so ein Trottel war. Bitte? Solange du cool bleibst, bleibe ich auch cool. Hey, Kid. Was ist, Kleiner? Wie oft soll ich es dir noch sagen? Hör auf, mich kleiner zu nennen. Wow, schon in Ordnung, entschuldige bitte. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Ich muss los, Jungs. Bis später. Und pass auf dich auf, Kleiner. Ja, auch diese Mission ist geschafft, aber da die ja sehr zügig war, kann ich direkt eine hinterher machen. So. Bestehende Daten überschreiben. Jep. Speichervorgang beendet. Dann gehen wir mal weiter. Gegen Olaf. THC, ihr alle, könnt ihr mich hören? Nell, bist du das? Was ist los? Du klingst so aufgebracht. Meine Probleme sind nebensächlich. Olafs Marine ist auf dem Vormarsch. Blue Moon darf auf keinen Fall wieder Oberwasser bekommen. Es ist zwingend nötig, dass ihr sofort so viele Basen wie möglich sichert. Verstanden. Legen wir los. Ich mag Panzer übrigens. Panzer gegen Panzer ist auf jeden Fall geil. So. Kriegsnebel. Hey THC, was hieß Kriegsnebel doch gleich? Weißt du es noch? Ja. Du hast ein gutes Gedächtnis. Dann muss das wohl nicht mehr genau erklärt werden. Legen wir los. Jo. Ich wollte wissen, was der macht. Einer mit hoher Schaff mit geringer Reichweite. Ah. So. Oh mein Gott! Uiuiuiui, ich habe sehr hart verkackt. Uiuiuiui. Wo ist seine Basis? Seine Basis ist oben. So. Oh, Alter, und ich habe hier auch keine Fabrik oder so. Na gut. Hahaha, seht her, Olafs Seeflotte ist gekommen. Ich habe nicht nur Schlachtschiffe, sondern eine ganze Armada. Verzeiht mir eure Korpulenz, oder was stand da? Aber wenn der Gegner ins Land zieht, ist eure Seemacht völlig nutzlos. Jetzt bin ich an der Reihe. Meine Flotte vernichtet dieses widerwärtige Sternkorps Orange Star. Hahaha. Aber du hast nicht einmal eine Infanterie- oder Mecheinheit. Und Mann, der Typ hört doch nie zu. Jo. Ja, ohne Infanterie und so kann er nicht viel anrichten. Er zieht sich zurück. Dieser Speer kommt hier hin.
Damit besetze ich einfach sein, seine Base. Bevor er irgendwie was machen kann. Nein! Egal. Alle ab nach oben. Meine mächtige Armada setzt die Segel. Schneesturm. Sollen sie doch alles zerstören, ey. Oh, da oben ist ein Panzer. Yo. Yo. Aber ohne Infanterie und so kann er nicht... Kann er meine Einheiten zerstören, aber... Das bringt ihm auch nicht so viel. Bringt das was? Ah. Nein. So. Nein. Scheiße. Boah, ist das übel hier. Müssen einfach nur überleben, meine Infanterieeinheiten. Wo ist denn deine Basis da? Ja. Komme ich ja wohl hin, ey. Nein. Ich check mal hier die Gegend. Muss ich den oberen Weg nehmen? What? Nee, da oben ist auch noch irgendwas. Überleb es. Komm schon, nein. Nein. Ich hab verloren. Ich kann gar nicht mehr gewinnen. Oh Mann, ey. Kapitulieren. Ja. Fuck. Ich muss nach oben lang. Auf jeden Fall. Da ist, glaube ich, nur ein Schiff oder so. Jetzt habe ich mit... Jetzt habe ich... Mission mit Annie gespielt.
Fuck. Hä, wieso ist da niemand? Ab nach oben. Mit allen Einheiten schön nach oben ziehen. So, das reicht. Ja, das hatten wir ja schon. Einfach nach oben marschieren. Ist diesmal meine Taktik. Und dann die ganze Scheiße da besetzen. Mit Dingens wäre das auf jeden Fall besser gegangen, aber... Aber okay, mit Max statt mit Andy, aber okay. Also. Auf die Schnauze, ey. Kann er da durch? Nee. So. Peng! Sehr nice. So, er hat hier zwei Panzerstellungen. Das heißt, einfach vorrücken. Wie immer. Einfach alles in die Richtung ziehen und ihn besiegen. Beziehungsweise einnehmen, alle seine Einheiten kaputt machen. Geht nicht, technisch. Ich habe keine Schiff-Dinger mehr. Nein! Mein Transportding darf er nicht kaputt kriegen. Deswegen erstmal den Raketenwerfer ausschalten. So. Mit dem Rest komme ich klar.
So, das, der Drops ist gelutscht. Party vorbei. Oh. Ja, mit seinem Panzer will er es verzögern. Hat er auch geschafft um eine ganze Runde. So, Speer, mach mal deinen Job. Du verteidigst hier. So. Ist ein ziemlich sicheres Ding jetzt. Trotzdem ziehe ich meine Einheiten nach. So. Mit den Schiffen kann er nichts mehr anfangen. Das heißt für mich, ich kann in Ruhe das Ding hier einnehmen. So, nächste Runde. Und die Mission ist durch am 8. Tag. Hauptquartier besetzt. Schon wieder verloren. Wenn das so weitergeht, wird sich das sehr nachteilig auf ihn auswirken. Kit! Yep. Geh dort hinaus und halte das Sternkorps Orange Star auf. Leicht gesagt, Boss. Aber es sind kaum noch Truppen da. Werde nicht frech. Sammle die Truppen und tu etwas. Ich muss fort und ihm meinen Respekt erweisen. Ich bin bald zurück. Na schön. Da geht er hin, um diese mysteriösen Truppentypen zu treffen. Dann gehe ich mal los und sehe, was ich eben so erblicke. Ja, das waren schön zwei Missionen im S-Rang. Hui, 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 hui. S-Rang. Sehr schön. Habe ich ihn einfach mal in 8 Tagen geplättet und bin zur Eisenmaus aufgestiegen. Ja. Speichern wir das Ganze und beenden den Part. Ja. War schön mit euch. 2 schöne Missionen. Wir sehen uns bei der nächsten Mission.